Komme sofort. Ich komme sofort. Jo, ich bin auch nebenbei im Easy Release. Also, falls ich kurz weg will. Ne, du willst jetzt ganz normal Rackgun spielen, ne? Ja, wir spielen Rackgun. Okay, ohne Soundtun oder mit Soundtun? Ist mit Radar an. Ach so. Ja, das habe ich mir erst ausgemacht. Ah, okay, warte mal, dann mache ich. Okay, ja, dann habe ich eine Klasse. Okay, bist du bereit? Wenn du die scheiß Map endlich mal änderst, dann ja. Dein scheiß Ernst. Okay, geht los. Jetzt... Nein. 11, 10. Okay, Digga, wir spielen jetzt wirklich auf Gibraltar, ne? Ho, 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 meine lieben Freunde. Zum zweiten Türchen. Wie ihr seht, der Weihnachtsrauschebart ist noch da. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Ich möchte nicht zu viel verraten. Er hat viele Gemeinsamkeiten mit dem ersten Gast. Er ist arbeitslos und bei UX Gaming. Ja, moin. Ja, also bei mir lädt die Map auch minimal lange. Bei mir auch. Oh. Ich bin drin. Oh. Freak. Ich hab doch gestern schon Elias gesagt, du kannst auch gerne so cringe Fake Reactions machen. Also so ein auf... Oh, nein! Oh. Du kannst einen Orgasmus vortäuschen. Nein! Okay, let's go. Den ersten Kill habe ich dir gegeben, jetzt kann ich 30-1 gewinnen. Was meinst du? Elias hat geschätzt, wie viele ich gewinne. Ja, was denkst du? Gegen mich? Nee, wie viele ich Matches ich gewinne. Was machst du? Adventskalender. Hör mal drauf, Fucker, wer kennt Gibraltar besser? Was meinst du, wie viele Matches ich gewinne? Jetzt im Adventskalender, gegen die ganzen Leute. Ich spiele auch gegen Jasper, 25. Deswegen kannst du schon mal einen ganz so reinrechnen. Einen Freewin hast du schon mal. Nee. Oh, Digga, wenn ich dieses UX-Emblem sehe, ne? Oh, da kommt ein Hass hoch, du wirst jetzt keinen Kill mehr machen, ne? Leute, also falls ihr auch ein cooles UX-Emblem haben wollt, ja? Dann schaut mal die Videobeschreibung vorbei. Da ist auch. Er redet einfach trocken weiter. Da ist auch ein Link zu einem Video, wo Floyd das erklärt, wie man ein UX-Emblem erstellt, was vielleicht ähnlich aussieht wie meins, aber vielleicht auch besser. Den Shit habe ich von dir gelernt, Mann. Also vielleicht kann es ja sein, dass manche Abonnenten von mir dich jetzt noch nicht kennen. Eventuell. Floyd ist der erste YouTuber mit 1700 Abonnenten ungefähr. Ja. Bei dem 2 Diss-Tracks gemacht wurden. Das kann man so zusammenfassen. Und das mit dem Asozial, also das Wichtigste, mit dem Hartz-IV-Empfänger und so weiter, hast du ja schon erwähnt, ne? Gegen dich geht mir auch die Muni aus, ne? Ich hätte Plünderer spielen sollen. Nee, das ist doch scheiße. Du hast dir aber auch echt eine schöne Map ausgesucht, muss ich schon mal sagen. Das war dumm. Mit Streaks? Nee, ohne Streaks. Das ist ja, wir feiern das Fest der Liebe bald. Da musst du schon nett irgendwie sein zu mir. Ja. Warte, lass mich kurz warten, ja? Okay, jetzt können wir wieder. Oh no. Das könnte man gut bei meinem Emblem einwenden, Leute. No! Oh lol. Okay, let's go, jetzt Du bist da unten! Gotaga! Oh shit, der Disrespect. Hast du gesehen? Nee, ne? Ich hab's gehört. Hallo? Mit der letzten motherfucking Kugel. Du spielst gleich? Nein. Doch, ich spiele SMG mit Rotpunkt. Du spielst nicht M3 mit diesem Hurensohn-Rotpunkt-Visier. Und du killst mich... Nee, okay. Du killst mich auch noch damit. Alle machen sich darüber lustig, aber nach diesem Adventskalender werden alle wissen, dass das die Godlike-Klasse ist. Ja. Wahrscheinlich. Das ist das Geschenk von Jesus. Wie hast du gegen Elias gespielt? Nee, es gibt auch viel mehr andere arbeitslose YouTuber bei UX Gaming. Achso. Nee. Ja doch. Ah, das war ein Stun. Was ist das denn jetzt für Scheiße? Ich dachte eigentlich, dass es eine Rauchgranate ist. Ich wollte so richtig cool vorpushen, aber dann habe ich gesehen, dass es eine Stun ist. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich bleib dann doch lieber stehen. Ah, okay, du bleibst also stehen, ja? Okay, I appreciate it. Also Floyd, nochmal, für die ganzen Leute, die dich jetzt nicht kennen vom Kanal, ja? Wir haben uns das erste Mal gesehen. Das erste Mal? Ja, also richtig in nerdy real life. Auf der Gamescom. Auf der Gamescom 2015 müsste das gewesen sein. Ja, ich glaube schon. Sogar direkt am ersten Tag auch, ne? Also direkt, als ich angekommen bin. Da bist du dann mit deinem Tomatengesicht angekommen. Da hat Chris mich geführt zu euch. Ja. Yeah. Und dann sind wir sogar noch zusammen zu Lukas gegangen, ne? Da hast du mich auch rumgeführt. Nein, Mann, das war doch die Geschichte mit dem, mit dieser Straße. Mozartstraße? Ja, willst du das für die Leute mal erzählen? Ich weiß nicht mehr genau, wie der Witz war, also wie die Straße hieß, aber... Ich glaube, Mozartstraße. Mozartweg, genau, Mozartweg, ja. Mozartweg.
Ja, nee, wir haben uns, wie gesagt, getroffen und dann sind wir beide zusammen zurückgegangen zu Lukas. Ihr müsst wissen, wir haben das erste Mal überhaupt bei Lukas geschlafen, wegen der Gamescom eben. Und Lukas ist halt vorher nach Hause gegangen, ne? Also ich war das erste Mal, überhaupt der erste Tag auf der Gamescom in der Stadt, in der ich vorher auch noch nie war. Und Lukas sagt dann auf einmal so, ey, naja, ich verpiss mich jetzt. Ich denke so, ja, wie komme ich nach Hause? Er so, ja, Floyd weiß, wo es lang geht. Ich denke so, ja, Floyd ist auch erst seit 2 Tagen da bei dir, ne? Er so, ja, ja, Floyd weiß, wo es lang geht. Vor allem, du warst ja auch nicht da zu der Zeit, ne? Also, du warst ich mit Chris unterwegs. Einzeln irgendwie, oder irgendwie sowas, ja. Ja, da hat mich Floyd rumgeführt an der Stadt. Ja, dann, wie gesagt, in der Stadt gewesen, wo Lukas halt wohnt. Und es war auch schon extrem dunkel, glaube ich, ne? Ich glaube, es war schon sehr dunkel, ja. Ja, stimmt. Wir waren noch beide schon ziemlich müde. Und ich glaube, du wolltest eigentlich nur noch pennen gehen. Ja. Und dann, ach du Scheiße, du headglitchst da nicht wirklich. Stimmt! Oh, das kannst du nicht unendlich Munition haben. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur 35 Schuss. Nee, auf jeden Fall, dann sind wir dort gewesen in der Stadt von Lukas und dann, ich kann mich gar nicht konzentrieren und zocken, ne? Du kannst dich gar nicht konzentrieren und zocken. Ja, da waren wir, wie gesagt, bei der Stadt von Lukas und dann habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt, ja. Ja, und hab dann so getan, als wüsste ich nicht, wo Lukas wohnt, beziehungsweise hab gesagt, das ist alles im Dunkeln. Stimmt, genau. Ich hab gesagt, dass es alles im Dunkeln irgendwie komplett anders aussieht und so getan, als wüsste ich nicht, wo es lang geht. Und dann hab ich noch so zu Charlie gesagt, ich hätte gerade fast Max gesagt, ne? Boah. Oh, das wäre echt schlimm geworden, ne? Ja, das wäre leak. Hast du gerade meine Leiche gefickt? Nee. Ich wollte nur. Ach so, ja. Naja, du wolltest dich nur kurz mal auslassen, ne? Und dann habe ich Max gesagt, ja, aber ich weiß, wie die Straße heißt. Und hab ihm gesagt, ja, dann frag mal irgendeinen Passanten hier, wo der Mozartweg ist. Der Mozartweg war logischerweise nicht die Straße, wo Lukas wohnt. Und ja, Fellow Stalker, genau. Und dann ist er ich weiß nicht, ob das eine Frau war oder so, auf jeden Fall bist du dann zu denen hingegangen. Ja. Und hast dann gefragt, wo der Mozartweg ist. Ja. Und derjenige dachte sich einfach nur so, was will dieser Red Hat eigentlich gerade von mir? Hier ist kein fucking Mozartweg. Und dann guckt er ihn so richtig, richtig verwundert an und sagt so, ich habe keine Ahnung, wo ein Mozartweg ist. Und dann kommst du so zu mir zurück. Ey, der Typ hat keine Ahnung, wo der Mozartweg ist. Wie kommen wir da jetzt hin? Vor allem waren unsere beiden Handys auch alle. Sie hätten nicht irgendwie noch Lukas greifen können oder so. Und du so, und immer so, ja, ich glaube, jetzt geht's rechts lang. Oder links. Ja, oder links. Stimmt. Da sind wir immer im Kreis gelaufen die ganze Zeit. Okay, genug Storytime. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Dir ist das nämlich sehr wichtig, ne? Ihr müsst wissen, Floyd ist mittlerweile, Floyd schafft Kill, minus Kill. Das ist sehr wichtig, gerade dieses One-on-One zu finden. Denn er ist jetzt Game Battle Profi, kann man sagen, ne? Profi, ja. Du hast wie viele Pro Points? Bestimmt über 300 Pro Points, wenn dieses Video rauskommt. Halleluja! Ja. Halleluja! Die Nate danach war auf jeden Fall ziemlich notwendig. Du hast mich schon mal, also geprenated quasi. Ciao! Ja. Hallo? Host? Hallo? Aber das Ding ist auch, du lässt dich auch nicht carryen wie Elias, ne? Oder? Spielst du ach so, mit vielen guten Leuten? Nee, ich verliere aber auch oft. Ja, das kenne ich. Also Leute, wir steigen da jetzt gerade so ein bisschen ein in die Competitive-Szene. Beziehungsweise Floyd ist ja schon ein alter Hase. Ich bin da schon ein sehr alter Hase, ja. Die guten alten MW3-CWs damals noch, ne? Grüße gehen raus an HRZ, ja? Nee, warte mal, HRZ war das gar nicht. Bleib mal ruhig. Oh, damn. Ich wollte mir eigentlich so ein... Also meine Taktik war eigentlich... Ich hab dich gerade bei die Shooten. Deine Taktik? du bist doppelt negativ, du Bastard, ja? Klatsche gleich eine. Komm jetzt. Digga, wie kannst du immer First Shot haben? Das geht gar nicht. Ich hab kranker Cookie. Warte mal, da setze ich mich aber ein bisschen näher an den Monitor, ey. Kommst du jetzt und dann schau. Okay. Immer adios, amigo. So ein bisschen Advanced Warfare-mäßig in die Luft springen, aber... Oh shit! War die gut? Nee, es war einfach nur laut. Sagen wir mal, das sind, da du gerade 23 Kills gegen mich gemacht hast. Ja. Werden da schon 23 Wins drin sein. 23 Wins. Ich habe also gestern gegen Elias habe ich auch schon gespielt. Falls ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Gut, dann schaut ihr mal. In der Floyd Schaff auf nach YouTube, genau. Ja. Ey, ja. Ich hab so ein Schweine-Aim, ne? Du bist Floyd Schaff. Du bist bekannt aus Diss-Videos gegen Miss Blackout. Ja. Und Viscar Marcel gibt euch die Chance. Bist du darauf stolz? Ich bin darauf sehr stolz. Immerhin kein Dark Matter-Video, ja. Ey, das, also wenn das kein Host-Vorteil ist, dann fick ich mal. No, ey, wenn ich das jetzt verliere, halt's Maul. UX Charlie ist nur in Führung gegangen. Ja, das denke ich auch. Oh nein, ich bin so. Bicke! Aber diesmal war besser, oder? Nee.
War wieder nur laut. Let's go! Let's go! Wer bist du? Wer bist du, du Randy? Guck mal, Round Ending Killcam auch noch, weil ich das beste Play im Game hatte, Junge. Guck das mal, oh. Nee, wenn das, das war auf jeden Fall ein Headshot, das war auf jeden Fall ein Headshot. Ich würde sagen, Dankeschön, dass du dabei warst. Ja, und es hat mich auch wie immer gefreut, auf deinem Channel zu sein. Ich überlasse dir das letzte Wort. Nee, das muss ich sagen. Okay. Ich überlasse dir das Schlusswort. Haut rein, Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich mache da super coole COD-Videos und bin der netteste Mensch auf der Welt. Haut rein. Weißt du, was noch lustiger ist, als nett zu sein? Was denn? Löffel.